Hallo und willkommen zu den ersten 30 Minuten von Devloop. So, dann drücken wir einmal Enter und dann melden wir uns anscheinend bei befesta.net an. Okay, das hat eine Weile gedauert, aber wir haben es geschafft und dann haben wir zwei Waffen. Brich den Loop, spiele als Colt und erlebe alles, was der Loop zu bieten hat. Und was Ausgegrautes, schütze den Loop, spiele online als Juliana und dring in die Zeitlinie eines anderen Spielers ein, jage Colt und sacke Belohnung ein. Wusste gar nicht, dass das geht in dem Spiel. Vielleicht hat das ein Update nachgeliefert, ist egal, wir können nur Brich den Loop auswählen, dann machen wir doch einfach das. So. Ein sehr schönes Ladesymbol unten, das gefällt mir. Nicht nur die Farben, sondern auch dieses unendlichkeitsloopende Ding. Zum letzten Mal, warum erinnerst du dich nicht? Woher soll ich das wissen? Ich weiß es nicht. Du versuchst es ja nicht mal. Hey, au. Ich hab keine Ahnung. Scheiße, das ist nicht gut. Definitiv nicht. Könntest du dich bitte beeilen? Hey. Immer langsam mit dem Messer. Ja, das war aber ein sehr kurzes Spiel. Da kommt man nicht auf 30 Minuten. Ah. Oh, was war das? Das war echt. Ja. Ein verrückter Albtraum. Ich hoffe, das war ein Albtraum. Okay. Wie bin ich hierher gekommen? Woher soll ich das wissen? So, grundlegende Bewegungen können wir machen. Was ich kurz einstellen würde, wären die Untertitel. Die sind ein bisschen zu groß. Wo sind die denn? Grafik? Eigentlich nicht, oder? Nein. Barrierefreiheit vielleicht. Was für Einstellungen übernehme ich? Ich habe nichts gemacht. Sichtfeld. Menüs. Mist, hier ist zumindest HUD-Größe. Untertitel, Untertitelgröße. Mach mal es auf Mittel. Ja, will ich anwenden und schon kann es weitergehen. Die waren nämlich echt sehr stark im Bild. So, was haben wir denn hier alles? Ja, ihr könnt... Brich den Loop. Ui. Da war noch Restalkohol in der Lunge. Das ist doch wohl ein Witz. Nee, das ist da. Ich sehe es. Oh. Jetzt ist es weg. Vielleicht halluzinieren wir. So, hier ist so ein Flugzeugflügelsegment. Können wir raufklettern? Wer bist du? Wer bin ich? Mein Name? Scheiße! Fuck! Wie heiß ich, verdammt! Ich heiße Lukas. So, und was haben wir hier? Eine Flasche, kann ich die tragen? Haha! Können wir dem Dummy hier über die Rübe ziehen? Okay. Du bist gerade aufgewacht und hast keine Ahnung, was hier los ist. Keine Angst. Plappermaul Frank ist für dich da. Danke, Plappermaul Frank. Nein, ich habe Angst vor Songs. Die muss ich immer rauscutten. Hey, Baby, hast du mich vermisst? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wer da redet. Ich muss sagen, die Grafik gefällt mir bis jetzt sehr. So, hier ist noch eine Tür. Okay. Was ist denn? Kommt mir bekannt vor. Also mir Wohne nicht. Ich etwa hier? Sei dein bestes Ich, das bin ich immer. Perfektes persönliches Siegel. Siegel sind von der Kraft der temporalen Anomalie auf Black Reef erfüllte Gegenstände. Manche verstärken deine Fähigkeiten und Attribute, mit anderen wiederum kannst du deine Waffen verbessern. Siegel von höherer Qualität besitzen stärkere Effekte. Macht irgendwie Sinn. Du findest Siegel versteckt auf Black Reef oder bei Gegnern. Du kannst sie zwischen den Missionen ausrüsten. Ja, gut. Ja. Merkwürdig. Hübsch und merkwürdig, würde ich sagen. Und was haben wir hier? Viele Personen. Muss ich das jetzt alles vorlesen? Charlie Montague. Ziemliches Genie, ziemlicher Idiot, absoluter Nerd. Wegen der Teleporttafel ist er schwer zu erwischen. Okay. Ganz schön unheimlich. Dann haben wir hier Fia Zborowska. Daddys kleinen Transport... Magnatin hält den Pinsel fest in der Hand. Hoffentlich nicht mein. Hat, was alle brauchen.
hat die Verwüstungstafel die Reinhaut wie eine Dampfwalze. Es ist zwar deutsch, aber ich verstehe trotzdem kein Wort. Juliana Blake. Bücherwurm. Ziemlich trinkfest. Eisernes Rückgrat. 1000 Gesichter dank der Maskeradetafel. Okay. Dr. Wenyi Evans. Brillante Wissenschaftlerin. Macht nie eine Pause. Überheblich. Hab sie nie mit einer Tafel gesehen. Was sind das denn hier für Tafeln? Dann haben wir Harriet Morse. Selbsthilfeautorin und spirituelle Mentorin. Seit dem Absturz stimmt mit ihr was nicht. Plant im Hangar irgendwas. Verknüpft Leute mit der Nexus-Tafel. Boah. Sehr tafelig bis jetzt. Egor Sörling. Selbsternannter Wissenschaftler. Die sind mir am liebsten. Eifriger Entdecker. Schwächling. Äthertafeln macht ihn noch unsichtbarer als sowieso schon. Oh, dann nehmen wir denen doch all die Tafeln ab. Alexis Dorsey. Reiches Arschloch. Sein Anwesen auf dem Hügel ist eine Festung. Schmeißt irre Partys. Nennt seine Tafel Carnesie. Angeblich lässt sie ihn mit seinem Fleisch spielen. Was? Nennt seine Tafel Carnesie. Angeblich lässt sie ihn mit seinem Fleisch spielen. Das kann ja nur zweideutig gemeint sein. Plappermaul Frank Spicer. Verdammt genialer Musiker. Hitziges Temperament und eine fiese Rechte. Keine Tafel, keine Fähigkeiten, aber ein echtes Adlerauge am Abzug. Okay. Schön. Hammert das durch. Was ist hier noch? Ist das eine Waffe? Nee, das ist eher... Ja gut, alles ist eine Waffe, wenn man so will. Das ist aber zumindest keine Schusswaffe. Wecker aktivieren. Wieso piepst du jetzt so? Okay. Macht, was ein Wecker machen soll. Ich konnte ihn nicht einstellen. So, was haben wir denn noch? Hier oben haben wir ein Hacker Magik. Aha. Was ist das? Black Reef. Wohl gerade Nebensaison. Ja, das glaube ich auch. Ja, das ist von mir, glaube ich. Was macht das? Ist ein Kompass, oder? Was ist denn das für ein Wort? Hacker Magic. Hacker Magic. Hacke dich mit dem Hacker Magic in elektronische Geräte, um sie für dich zu nutzen. Visiere ein Gerät an und halte linke mittlere Maustaste gedrückt, um es zu hacken. Die Lichter auf dem Hacker Magic zeigen deinen Fortschritt an. Manche gehackten Geräte können per Hacker Magic aus der Ferne aktiviert werden. Visiere dazu das gehackte Gerät an und drücke mittlere Maustaste. Du kannst Sensoren, Geschütze, Rollläden und alles mit deiner Hacking-Antenne hacken. Ich habe anstatt Sensoren zuerst intern Senioren gelesen und war mächtig verwirrt. Zum Glück hat mein Gehirn da noch nachgeliefert. So, da ist eine Tür. Wird aus der Ferne geöffnet. Aha. Das sieht doch gut aus. Einfach gedrückt halten. Na, ich mach das doch wunderbar. Du kennst den Code. Kann nicht behaupten, dass ich das tue. Ich weiß nichts von einem Code. Hey, hallo! Ist das ein Dresscode? Habe ich eine Hose an? Sehe ich nicht. Oh mein Gott, ich habe keine Beine. Naja, braucht man vielleicht nicht in dem Spiel. Genau hier stand hier dran. Du kennst den Code. Ich fürchte, nein. Code eingeben. 1, 2, 3, 4. Ich habe wohl den Code vergessen. Mist. 1, achso, ist nur vier schädlich. 1, 2, 2, 1. Na. 0, 0, 0, 0. Los, Muskelgedächtnis, hilf mir mal. Ich glaube, das kann ich nicht lösen. Dann nehmen wir doch mal 1, 0, 0, 1. Okay. Vielleicht sollte ich diesen Code suchen. Ja, vielleicht, vielleicht. Wer weiß das schon. Sinnlos drauf rumraten macht keinen Sinn und mit System dauert es zu lange bei vier Zahlen. Hey, heiße ich Cold? Ich glaube, wir heißen Cold. Fühlt sich irgendwie fremd an. Drücke V, um Leuten in den Hintern zu treten. Oder wohin auch immer. Ja, immer in die Eier, das ist effektiver. Kleinkalibergeschosse, her damit. Kriege ich jetzt auch eine Waffe? Oder zumindest eine Waffel? Ich habe echt Hunger.
So, dann müssen wir hier wahrscheinlich dem Ding in den Hintern treten. Suchen wir mal diesen Colt. Wir sind doch dieser Colt. Colt. Hoffentlich wird's auch wärmer. Seichtes Wasser schadet, tiefes Wasser tötet. Am besten gehst du gar nicht erst schwimmen. Ah, kalt! Ah, okay. Die meint's anscheinend ernst. Hui. Hui. Au, 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 au. So. Sieht hier schon beeindruckend aus. Hallo, Juliana. Das ist sie. Natürlich schütze ich die Visionäre. Die und die Aktionäre. Die wichtigsten Menschen, die es gibt. Magazin ist voll. Ja, das kriege ich mit, aber wo habe ich eine Waffe? Vielleicht finden wir hier ja noch eine. Halte. Okay, wir können klettern. Danger. Keine Ahnung, was das mir sagen will, das Schild. Bestimmt nicht wichtig ist. Ja gut, da stand Gefahr. Aber die Gefahr bin doch immer ich. Pissender Typ. Okay. Sie werden versuchen, dich aufzuhalten. Na, das können sie gern versuchen. Gegner ausschalten. Drücke bei entsprechender Aufforderung F, um einen nichtsahnenden Gegner flux auszuschalten. Du kannst dies mit deiner Schusswaffe oder den bloßen Händen tun. Oder einstrücken, um deine Machete zu ziehen. In der Hocke bewegst du dich leiser, also drücke Control, um dich Gegnern vorsichtig zu nähern. Na gut, dann schalten wir mal einen beim Urinieren aus. Man sollte es eh nicht freihändig machen. Was hast du denn für ein komisches Glitzergesicht gehabt? Einfach verschwunden? Das war zu einfach. Gegner verschwinden, wenn sie sterben. Hinterlassen aber eine verräterische Schattenspur. Womöglich bemerken andere Gegner diese Spur und sind dann auf Rache aus. Was ist denn das für ein System? Oh, Machete. Da ist sie ja. Macht Machetenkram, das ist schön. Ja, ja, ja. Da freut sich aber jemand. Oh, hier wäre noch eine Machete. Wäre aber ein passenderer Platz für so ein Champagner, für eine Champagnerflasche da drin. Munition voll, schade. Man kann meiner Meinung nach nie genügend Munition in Spielen haben. So, bin ich hier überhaupt richtig? Ja, anscheinend schon. Also bis jetzt finde ich das Spiel relativ cool. Ich weiß zwar, damals, als es rausgekommen ist, hat es nicht so den Anklang gefunden. Irgendwie wenig gespielt. Fuck, kann mich nicht erinnern. Morgen sind sie wieder da. Ja, das glaube ich auch. Aber bis jetzt habe ich meine Freude. Damit sind auch erst 10 Minuten vergangen, also. So, kann man noch keine wirkliche Aussage treffen. Haben wir hier noch irgendwas Schönes? Vielleicht eine Schusswaffe? Ist irgendwie in dem Spiel, glaube ich, ein Muss. Da ducken wir uns wieder. Ich höre Stimmen. Das ist nie ein gutes Anzeichen. Ich glaube, ich werde verrückt. Ja, ich habe doch keine Schusswaffen. Komme ich hier durch? Vielleicht. Fokus. Drücke T, um Gegner mit einem Symbol zu markieren, das die Art der von ihm verwendeten Waffe anzeigt. Behalte markierte Gegner im Auge, um ihre Patrouillenrouten in Erfahrung zu bringen. Halte T gedrückt, um auf Gegner zu fokussieren, um mehr über sie herauszufinden. Zum Beispiel die Vorgehensweise im Kampf, ihre Aufmerksamkeit und Hinweise zu eventuell mitgeführter Beute. Eternalisten mit besonders mächtiger Ausrüstung verströmen sichtbar Kraft. Nutze Fokus, um mehr über sie zu erfahren. Okay. Ich glaube, wir haben es verstanden. Wir müssen unseren Fokus benutzen. Aber komm mal hier irgendwie rüber. Ja. Und was kannst du? Denk, dass heute nichts passieren wird. Einfache Ausstattung. Okay. Und was ist mit euch? Messer. Ja, ja, einfache Ausstattung. Schusswaffe. Weißt nicht, dass du da bist. Einfache Ausstattung. Und eine kleine SMG, so wie es aussieht. Wartet darauf, dass was passiert. Einfache Ausstattung. Wieso warten denn alle, dass was passiert? Also zumindest der eine. Das ist doch keine gute Einstellung. So. Den können wir ausschalten. Ganz, ganz leise.
Entschuldigung. Ab ins Wasser mit dir. Oh, die kann ich nicht aufheben. Na, okay, was haben wir hier? Ein... Oh, oh. Oh, oh. Ciao. Ziel im Erwischt. Ist er? Von wegen erwischt. Kämpfen macht bloß ja Spaß. Hallo? Hallo? Sind die Spieler schon tot? Ich, ja. Falls du es vergessen hast. Okay, pass auf. Keine Ahnung, was ich genau letzte Nacht gemacht habe. Aber könntest du... Was? Wie war das? Ich glaube, wir kennen uns. Das tun wir doch, oder? Ja, endlich! Du bist zurück. Also, ja, ich bin zurück. Alles nix. Etwas verschwommen. Was weißt du noch? Ich heiß Colt. Von mir? Du willst mich umbringen und ich kenne so einen scheiß Code. Oder auch nicht. Und dann ist da diese Loop-Sache. Du willst den Loop brechen, richtig? Ich denke mal. Ja, denke schon. Also, wenn du nicht versuchst, ihn zu brechen, bringe ich dich einfach um. Immer und immer wieder. Immer und immer brutaler. Bist du es tot? Okay, ich brech den scheiß Loop. Keine Ahnung, warum du sauer bist, aber sorry. Ja. Was für eine komische Frau. Wir haben gedatet. Geh einfach in die Bibliothek. Da ist was für dich. Dankeschön. Was ist denn Fizzpop und wieso kann ich es nicht konsumieren? Und wo sind hier die Waffen? Ah! Drücke links, um zu schießen, halte rechts gedrückt, um das Visier zu verwenden. Komische Steuerung, kennt man ja aus keinem Spiel. Eher zum Nachladen, altmodische Schusswaffen haben gelegentlich Ladehemmungen. Drücke in diesem Fall eher, um diese zu beheben. Das kriege ich hin. So, liegt hier noch eine Pistole. Einer war doch hier mit SMG, der irgendwo hier verschwindibust ist. Da ist sie ja. Ja, passt. Muss ich nicht alles vorlesen. Waffen wechseln ist möglich. Ein Fizzpop noch. Kann man nicht konsumieren. Ich schätze mal, da oben ist die Bibliothek, wenn Juliana schon davon geredet hat. Ich habe tatsächlich alles, was ich am Anfang vorgelesen habe, zu den verschiedenen Personen schon vergessen. Wird das hier mal was oder nicht? Ja, chill. Ich muss hier mich erkunden. Das muss man zum Glück nur einmal erkunden. Auch wenn man wieder nachspawnt. Was hat die eigentlich für ein Problem? Ich glaube, die will mich gleich da drinnen töten. Sound war gerade sehr komisch. Gesundheitsstation. Hab doch nicht genießt. So. Also die Backwaren sehen nicht mehr frisch aus. Ich würde mich beim Loop Manager beschweren. Vielleicht können wir das nachher auch machen. Das ist doch eine Gesundheit. Okay, halten zum Heilen. Ja, ich bin geheilt. Muss jetzt keine Antidepressiva mehr nehmen. Ich find's ja so schön. So, naja, vielleicht nehme ich sie doch trotzdem weiterhin. Kann nicht schaden bei mir. Das ist mal ein schönes Badezimmer. Aber ihr habt keine Klobürste. Das finde ich immer suspekt. War ich einmal im Urlaub in einem Hotel, die hat noch auch nichts von einer Klobürste jemals gehört. Hab mir am nächsten Tag dann einfach fürs Hotelzimmer tatsächlich eine im Baumarkt da gekauft. Es war in England. Komisches Völkchen. Arcade-Automat. Boah. Ja, da können wir leider nicht mitspielen im Moment. Protect the Loop. Know the Protocol. Wir sollen die Schleife beschützen. Und uns ans Protokoll halten. Das werden wir natürlich nicht tun. Wir werden hier alles auf den Kopf stellen. Ja, aber schöne, schöne Pflänzchen hier. Denkt mal gar nicht bei den Backwaren unten und hier einfach eine Tasse auf der Couch zurückgelassen. Und was bist du? Hallo? Ein Tennisball? Ein Flummi? Kann ich leider nicht mit interagieren. Gibt es hier ein Limit? Kann ich einfach tausende von den Teilen beschwören? Follow your fun. Folge deinem Spaß. Das versuchen wir ja klar. Okay. Bin in der Bibliothek. Was du auch tust. Nicht den Hebel ziehen. Halt. Was? Hallo? Fuck. Ach, ich höre doch nicht auf solche Kommentare. Na schön, ich zieh den Scheißhebel. Und? Oh, Scheiße! Was? Was machst du denn? Du fällst immer auf den gleichen Scheiß rein. Kannst du dich bitte nur einmal anstrengen, damit es interessant wird?
Was ist das denn? Karnesie? Ach, jetzt kommst du mir wieder so. Weißt du, normalerweise mache ich es dir leicht. Du undankbares Arschloch, aber... Ich bin kein Arschloch. Aber ich bin nur undankbar. Die Tür ist da hinten. Auf Wiedersehen. Yep, gedatet. Warum tust du das? Was habe ich dir je getan? Du erinnerst dich nicht? Und der Code? Wie sieht's damit aus, ha? Ich kenne den Code nicht. Ja, würde ich auch mal sagen. So, wir können hier was lesen. Was macht Colt? Loop Nummer, keine Ahnung, mir egal. Heutige Vorhersagen. Oh, das ist so ein Bingo, was ich mache. Der Albtraum über seine Glücksjacke murmelt Scheißpisser, wenn er angestupst wird. Wacht mit Sand im Mund auf. Das ist, glaub, passiert. Er versucht, aus den Flaschen zu trinken. Dreht sich um und schläft weiter. Das hätte ich heute Morgen auch gern gemacht. Übergibt sich fast. Ha, das stimmt nicht. Wir haben uns wirklich übergeben. Singt dieses lächerliche Seemannslied. Halluziniert, das mache ich ständig. Tötet Mikahil bei seinem Morgenpiss. Ja, das ist passiert. Glaubt für einen Moment, ich sei seine Mutter. Lies das hier. Hi, Colt. Hi. Hi, Juliana. Sieht die mir beim Schlafen zu... Ich glaube ja. Tür ist blockiert, das ist aber doof. Spring, spiel mit. Hui. Okay. Du wirst es überleben. Au. Willst du mich verarschen? Bist du? Hör zu! Ich? Du kennst den Code schon. Du hast ihn auf Black Reef geschrieben. Was soll das heißen, verdammt? Hallo? Was zum? Ich zieh dich hoch! Mann, bist du schwer! Die Black Reef-Karte! Du genauso hast schwer wie du! Geschrieben. Verstehst du? Okay! Was? Ich lass jetzt los! Stopp! Nein, warte! What the fuck? Nein! Au! Jetzt sind wir wieder draufgegangen. Ein Glück ist das hier eine Zeitschleife. Sonst wäre das ziemlich endgültig gewesen. Oh. Oh. Ja, hab mich selbst losgelassen. Was für eine verdrehte Welt ist das? Ah. Okay, Postkarte morgen und vom Strand weg. Postkarte untersuchen. Ja. Ist in meinem Questlog. Ach, da oben ist sie drin. Diesmal erinnern wir uns aber an was. Warum denn das? Und was bist du hier? Ach, nur ein Stuhl. Das ist schon in Ordnung. Gleiche verfickte Sendung. Ja, aber diesmal Waffe. Rechte Infanteriemaschinenpistole. Woher weiß ich das? Oh, okay. Haben wir die beim ersten Mal übersehen? Ist egal. Wir nehmen sie auf. Wecker können wir aktivieren. Sonst können wir mit nichts interagieren. Das hat sich gereimt. So, Postkarte nur noch 30 Meter entfernt. Sei dein bestes Ich. Nimm mich. Natürlich nehme ich dich. So, dann lest man nochmal hier Juliana. Bücherwurm. Ziemlich trinkfest. Eisernes Rückgrat. 1000 Gesichter dank der Maskeradetafel. Echt, das war die? Sah die hier nicht ein bisschen anders aus? Okay. Passt anscheinend. Ich dachte, das wäre die fiese Bösewichtin. Anscheinend nicht. So, wo ist... Ah, da ist die Postkarte. Wie kommt die denn da rein? Scheiße, ach, da ist sie. Adresse. Okay, 1540. Das kriege ich hin. Das kann ich mir merken. 1540. Ein paar Loops. Oh, das würde ich auch sagen. Niemals wirst du den Loop brechen. Das ist absolut unmöglich. Ich soll ihn brechen. Ich soll ihn nicht brechen. Was willst du von mir? Dass du nicht verkackst. Okay, der Morgen war schon ziemlich scheiße. Im Ernst, das war's. Mit dir, mit all dem. Das endet hier, heute. 1540. Natürlich. So. Guten Morgen, Black Reef. Hier ist Juliana Blake mit einer wichtigen Durchsage. Ah, du mit deinen wichtigen Durchsagen. Die kannst du dir mal sparen hier. Grobes Waffensiegel. Ein Sprengwandler. Strelag-Sprengwandler, der Strelag-Sprengwandler, bla bla bla. G drücken, okay. Wir müssen G drücken. Und eine Machete. Scheiße, ich brauche mehr Munition. Die Machete macht's möglich.
Ja, Munition wäre nicht schlecht. So. Einsammeln. Eine Tafel. Wow. Was zum? Was bist du denn für eine Tafel? Nein. Wow. Okay, soll das passieren? Oh, kalt und seltsam. Ja, es hat gekitzelt. Rip Price, dieses geheimnisvolle Metallstück scheint dir zu gehören. Die Tafel verleiht dir die Rip Price-Fähigkeit, die dich nach deinem Tod ins Leben zurückholt. Allerdings nur zweimal. Stirbst du ein drittes Mal, endet dein aktueller Loop und du wachst am Morgen des nächsten Loops ohne die im vorherigen Loop gesammelte Ausrüstung auf. Oh je. Nach einer Rückkehr per Reprise bist du einige Sekunden lang nahezu unsichtbar. Nutze die Gelegenheit, um dich in Sicherheit zu bringen. Die Anzahl deiner möglichen Reprisen wird beim Wechsel der Distrikte zurückgesetzt. Okay. Okay. Dann los. Ha. Morgengrauen, du hast eine Knarre, ein paar Granaten und eine Adresse im Updam. Jetzt hol dir deine Antworten. Dann holen wir uns mal unsere Antworten. Und okay, du hast überlebt, sehr schön. Gefundene Hinweise, meine Wohnung in Updam finden, okay. Diesen Ort erkunden, den Code finden, Postkarte untersuchen. Tastenfeld benutzen. Das haben wir ja alles gemacht. Okay, fortfahren. Und die Ausrüstung haben wir mitgenommen. Sehr schön. Willkommen bei Devloop. Hier ein paar Tipps für den Einstieg. Hinweise. Sammelt die Informationen, die du gefunden hast und die Cold sein Ziel näher bringen, den Loop zu brechen und von Black Reef zu entkommen. Schau dir die bereits entdeckten Hinweise an, wähle das hier mit dem Cursor aus und drücke dann Enter. Okay. Dein aktueller Hinweis trägt den Namen Der längste Tag. Dieser und andere Hinweise in Devloop geben dir Orientierung und lassen dich deinen Fortschritt verfolgen. Naja, wenn ihr meint, aktuell verstehe ich nur Bahnhof. Drücke Escape, um den Missionsdetails. Ja, okay. Es ist gefährlich da draußen. Du solltest also dafür sorgen, stets die besten Waffen und Gegenstände mitzuführen. Das mache ich sowieso in Spielen. Wähle das hier mit dem Cursor aus. Deine Anrüstung. Okay, ja. Töte Visionäre und schnapp dir ihre Tafeln. Hier rüstest du sie aus und verbesserst sie. Sehr schön. Siegel sind kleine Objekte, die dir gewaltige Boni verleihen können. Einige bescheren deinen grundlegenden Fähigkeiten komplett neue Aspekte. Du hast bereits ein Siegel gefunden. Wähle mit dem Cursor, ja, gut, können wir auswählen, wie auf Federn. Wähle dieses Siegel, okay. Doppelsprünge können wir damit ausführen. Ausgewählt. Und Escape. Sobald du ein paar Waffen gesammelt hast, kannst du hier zwischen ihm wählen. Viele Siegel modifizieren deine Waffen. Wähle mit dem Cursor deine Limp 10. Okay, das Teil. Rechtsklick. Siegel auswählen. Reduziert leicht den Rückstoß. Na, immerhin. Gut, muss man nicht alles vorlesen. Escape zur Missionswahl. Du bist bewaffnet und ausstaffiert und bereit, ein paar Loops zu brechen. Hoffentlich. Halte hier gedrückt, um dich nun nach Updam aufzumachen. Na gut, das kriegt man hin. Das ist aber eine Verwendung von roter Farbe auf dem Ladebildschirm da. Wäre cool. Ja, ich glaube, die Architektur sieht hier wirklich so aus. Und der große Wolfs- oder Hundskopf da rechts macht mir auch noch ein bisschen Sorge. Erster Stock. Dorsey Square. Erster Schlag. Ja, hoffentlich ist ein Wegpunkt dann. Du sollst was anderes machen, Code. Und du gehst nach Updam? Woher weißt du, wo ich bin? Hast du Kameras oder? Der Funkturm empfängt deine Position. Und tu nicht immer so überrascht, als ob ich nicht genau wüsste, wohin du gehst. Nicht mal ich weiß, wohin ich gehe. Dorsey Square ist die Straße runter an der Klippe. Mal sehen. Dankeschön. Willst du etwa zum Kaffeekränzchen kommen? Du willst mir nur wieder deinen Zapfhahn zeigen. Ein anderer Code. Ich bin fertig mit dir. Ich würde dir meinen Zapfhahn zeigen. Der braucht mal ein bisschen Action hier. Trinkt ja niemand was von meinem Bier.
Spiele auf deine Weise. Das hätte ich. So, die 30-Minuten-Marke ist beinahe erreicht. Dann wird es wohl wieder Zeit für ein kleines Fazit. Also bis jetzt bin ich sehr angetan von dem Spiel. Die Grafik ist top und das Gunplay und die Waffen machen relativ großen Spaß. Und in dem Spiel bin ich tatsächlich mal neugierig, wie es denn im Spiel und in der Story weitergeht. Was haltet ihr denn vom Spiel? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und schreibt natürlich auch gern, welche Spiele ich als nächstes vorstellen soll. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.